Entschuldigung. Dass Sie Ihr Kind tot sehen wollen, wusste ich nicht. Ja. Für ein paar große Scheine würde ich das vielleicht ändern. Wer sind Sie denn? Ich bin ein völliger Außenseiter, den der mögliche Tod Ihrer Tochter mehr interessiert als Sie. Sie sind Dr. House. Sie kennen meine Kleinkunst-Show. Sie liegt nicht im Sterben. Sie hat nur eine Pankreatitis. Sobald die behandelt ist, nehme ich sie mit nach Hause. Und mach's dann was. Salbei verbrennen. Du solltest dem Eingriff zustimmen. Mein Vater hatte auch Gallensteine, aber die waren total harmlos. Alice hatte einen schlimmen, aber der ist abgegangen. Ich würde sagen, es ist vorbei. Und wenn sie in 2 Tagen wieder krank ist, was machst du dann? Dann werde ich zum Kinderarzt gehen. Sie ist erst 6, Rob, und sollte nicht unnötig operiert werden. Oder eine dumme Nuss als Mutter haben. Egal. Sie sind der Arzt, ich bin die Mutter und ich habe das Sagen. Das wäre alles. Ich habe die Akte gelesen. Sie haben 15 Minuten. Genau solche Leute haben Kopernikus umgebracht. Galilei. Egal. Und Sie haben ihm nur Hausarrest erteilt. Sie haben sein Kämpferherz getötet, denn Mehrwissende sind unerwünscht. Aber zum Glück hat Alice einen Dad und der ist einsichtsvoll. Und Einsicht heißt in diesem Fall sklavische Unterwerfung unter Sie. Ihren Arzt. Euer Ehren, ich hatte bis jetzt noch keine Gelegenheit, meinen Anwalt zu konsultieren. Dazu fehlt die Zeit. Ich will nichts anderes als eine zweite Meinung, bevor... Die Zeit hat sie nicht. Sie bezeugen hier unter Eid, dass Alice sterben wird, wenn ich Ihrem Antrag nicht sofort stattgebe. Stehe ich unter Eid? Ja, ich denke schon. Ich bezeuge hier, dass das Kind sterben könnte, wenn Sie dem Antrag nicht sofort stattgeben. Und für ein Zweitgutachten ist wirklich keine Zeit mehr? Es wäre nicht so treffend wie das erste. Dr. Cuddy, was sagen Sie dazu? Sie ist keine Expertin auf diesem Gebiet. Ihre Meinung ist daher wertlos. Dr. Cuddy, was halten Sie von Dr. House? Ist er immer so penetrant und arrogant? Penetranter. Doch er weiß, wovon er redet. Sie haben gerufen? Sie hat furchtbare Schmerzen an der Naht. Die Schwester sagt, das ist völlig normal. Haben Sie den Befund der Gallensteine schon? Wir warten darauf. Keine Zeit für eine zweite Meinung, aber der Test dauert ewig. Meine Haut tut weh. Ich weiß, es steht mir nicht zu, das zu verlangen, aber könnten Sie sich das mal ansehen? Klar. Sie ist stinkig und sucht gerade nach Problemen. Genau. Ich bin ja so kleinkariert, dass ich hoffe, sie stirbt nur, damit ich recht behalte. Das habe ich nicht so gemeint, Schatz. Mami war nur etwas sarkastisch. Sie ist noch ein paar Jährchen zu jung, um Sarkasmus zu verstehen. Hören Sie auf. Die Nummer habe ich Ihnen schon gegeben. Ein simpler chirurgischer Eingriff verwandelt die Kleine in den englischen Patienten. Ich höre. Vielleicht eine allergische Reaktion auf irgendein chirurgisches Cameron. C-A-M-E-R-O-N. Das hier ist mein Büro. Ich rede hier mit Leuten, die für mich arbeiten und keiner hört zu. Ich will eine Antwort. Twitter hat mein Konto eingefroren. Die anderen checken ihrs und ich versuche das irgendwie zu klären. Rufen Sie Wilsons Anwalt an. Der sagt Ihnen genau, wieso Sie angeschissen wurden. Die Kleine hat keine Vorgeschichte von... Sie müssen mit Twitter reden, damit er das rückgängig macht. Sehr guter Plan. Der Mann lässt ja so leicht mit sich reden. Der Plan sieht so aus. Wir tun nichts. Wir vertreiben uns die Zeit mit der Diagnose der Patientin. Es waren Bilirubin-Kalksteine, Pigmentsteine. Der Befund ist nicht konklusiv. Das Mädchen präsentierte geringgradiges Fieber und milde Anämie. Das plus die Steine signalisiert eine Infektion. Bakterielle Infektionen verursachen keine blasigen Ekzeme. Und ich finde, nichts tun ist kein Plan. Es ist vielmehr das Fehlen eines Plans. Wir öffneten ihren Bauch. Die Bösewichte waren geflohen, ausgeschwärmt und hatten die Wunden kolonisiert und kavumm, vesikuläre Ausschlag. Eine allergische Reaktion ist wahrscheinlicher, mit oder ohne Vorgeschichte. Das Fieber und die Anämie können Symptome einer Pankreatitis sein. Hallo? Danke für Ihre Hilfe. Meine Konten sind auch eingefroren. Danke für Ihre Hilfe? Sie können nichts dafür. An Mainz ist er noch nicht rangekommen. Ich werde jetzt so viel ich kann abheben. Das Essen von euch geht auf mich. Machen Sie einen Scratch-Test auf Allergien. Wenn er negativ ist, geben Sie Breitspektrum-Antibiotika. Peiniger peinigen. Reagieren Ihre Opfer nicht, verlieren Sie das Interesse. Und jetzt machen Sie, was ich Ihnen sage, bevor ich Ihre Gesichter in die Schüssel drücke.